Mein Name ist Susanna Haas. Ich bin die pädagogische Leiterin der St. Nikolaus Stiftung und in meinen Tätigkeitsbereich fällt einfach die pädagogische Arbeit in den Standorten der St. Nikolaus Stiftung. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und welche Entscheidungen müssen wir jetzt treffen, damit Kinder eine entwicklungsförderliche, eine gesundheitsfördernde Zukunft vorfinden? In einer Welt aufwachsen, in der Bildung für Kinder auch ein relevantes Thema ist. Es gibt schon viele Jahrzehnte wissenschaftliche Befunde, die zeigen, wie wichtig es ist, dass man in die Elementarpädagogik investiert, dass es Investitionen für junge Kinder gibt. Heckman zum Beispiel sagt, dass je höher die Investitionen sind für junge Kinder, desto höhere Rendite hat der Staat, wenn man es aus wirtschaftlicher Sicht sehen möchte. Das heißt, aber auch die Qualität ist relevant. Das heißt, Investitionen, die ankommen dort, wo Kinder Bildung erfahren, wo Bildung stattfindet. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Ja, in Wien ist die Lage in den Kindergärten sehr angespannt, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Rahmenbedingungen entsprechen nicht mehr den Anforderungen, die Pädagoginnen, die Mitarbeiterinnen in den Kindergärten haben. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen oder alle Mitarbeiterinnen in Wien gehen ja auch auf die Straße, um zu protestieren und zu sagen, es funktioniert nicht mehr, wir können nicht mehr. Was ich meine mit Anforderungen, es ist der Bildungsrahmenplan ist 2009 in Kraft getreten, das war sehr fein. Parallel dazu ist auch in Wien der beitragsfreie Kindergarten ausgerufen worden, was eine sehr gute und sehr weise Entscheidung war für alle Kinder dieser Stadt. Es wurde nur nie evaluiert, was das bedeutet, gerade auch in privaten Einrichtungen. Die Investitionen oder Fördergelder entsprechen nicht mehr dem, was man eigentlich in den Einrichtungen braucht. Der Personalschlüssel ist nicht mehr adäquat, die Kinderzahl ist zu hoch, es gibt keine Zeit für Planung, für Vorbereitung oder nur zu wenig und das gehört dringend investiert. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Die Rahmenbedingungen gehören dringend verändert für alle Mitarbeiterinnen, die in Wien arbeiten, in einem Kindergarten oder Hort arbeiten. Ein anderer Punkt ist, dass private und öffentliche Kindergärten gleich behandelt werden. Das bedeutet, dass hier die gleichen Ressourcen zur Verfügung stellen, dass hier alle Kinder in Wien einen adäquaten Kindergartenplatz finden, dass sie sich aussuchen können, Eltern, in welchen Kindergarten geht mein Kind, dass die Pluralität erhalten bleibt in Wien. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass jedes Kind in Wien einen geeigneten Kindergartenplatz findet, egal welche Bildungsaufgabe oder welche entwicklungsförderliche Maßnahmen dieses Kind brauchen würde. Das ist das große Thema der Inklusion. Das ist auch Bildungsgerechtigkeit, dass wirklich, ich bitte uns noch einmal, jedes Kind den Platz findet in einer Stadt, das es für seine Entwicklung braucht. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Eine Stadt, in der es Lebensqualität für alle Menschen gibt, die hier leben. Eine Stadt, in der Kinder Grünräume finden, in denen Menschen wichtiger sind als Parkplätze oder neu gebaute Einkaufszentren. Das wäre eine Stadt, in der Kinder gut und gesund aufwachsen könnten.